So, moin, willkommen zu Call of Juarez Ganzlinger. Starten gleich mal rein. I'd been on their trail for months, ever since they left their hideout in the Bighorn Mountains. Und jetzt gelandet. Led by Butch Cassidy. Wilcox, Wyoming, 2. Juni 1899, fast 7 Jahre nachdem. Irgendwas? Among them was the Sundance Kid. Wir haben Fähigkeitspunkt. And that murderous hombre I was tracking. Das werden wir mal hier mit reinhauen. Schnellster Schütze, schnelles Zielen. Packen wir gleich mal mit rein. That giant Pinkerton posse after the Wild Bunch? No, boy. A circus like that would have slowed me down. Besides, I wanted Bryant all to myself. I'd heard about a large shipment of gold. Okay, aber Bryant für sich alleine? Haben wir hier irgendwo Nuggets? Wilcox, Wyoming, on the Overland Flyer. Na, es sieht zumindest nicht danach aus. I figured the Wild Bunch would likely hit such a treasure, and by God, I figured right. Na, hier wird doch safe gleich was kommen. Das ist schon Schießerei. They blew the bridge with the intention of forcing the train to stop. Wie lange hoch auf die Brücke? Well, I assume the Wild Bunch was likely in the still intact train high above. So I had no choice but to make my way up through the passenger cars dangling down. Schauen wir, da drüben müssen wir dann unterlang. I was determined to make that some bitch Bob pay for what he did to my brothers. Ich würde selber nackt rumliegen. Mal hier lang. Abgesägte Schrotflinte brauchen wir nie. Wir haben soweit alles aufgefüllt, Dynamit, Munition. Da war Nummer 1, Nummer 2. And came upon a few members of the gang and had no choice but to dispatch. Muss mal aufpassen, jemand fährt. From there I had to negotiate an even more precarious route. But first, so, wir gucken mal. I need to get my ass out of there. Muss man hin, wir gehen trotzdem erstmal hier hinten hin. Okay, da können wir nicht weiter. Gibt's ja keine Nuggets. Hier haben wir auch keine Nuggets. Nehmen wir nochmal Dynamit. Bringt uns aber auch nicht viel. Bring auf den Zug. Das war ein schöner Halt. Into the fire as the train was clearly fixing to fall. I had found the gang, but in order to find old Bob, I needed to fight my way forward past the whole passel of desperados. Dass wir uns jetzt im Zug rumklappen müssen, ist auch nice. Outside, inside, any way I could, I made my way towards my prey. Alles läuft völlig vorbeigeschossen. Kriegt man den, oder? Das sieht aber nicht so aus, als ob wir den kriegen. Machen wir das halt so. Brechen wir die Tür auf. Von Hedy. Auf ein neues. Zack. Aber schade, dass bis jetzt noch keine Nuggets hier rumliegen. As I mentioned before, I am not fond of heights. But I was too busy dodging bullets to worry about falling to my death. Ja, das kann ja was werden. Odds were I was likely to die that day anyway. So, machen wir noch einen. So I was oh, das war Tiefschuss. Take down as many of those bastards as I could. Und wir müssen ab und zu mal hintergehen. Wolfhunde brauchen wir nicht. Laden erstmal nach. Times it was like shooting ducks in a shooting gallery. The only difference is these ducks shot back. Schrotflinten schützen können wir One-Hit machen. Das ist gut zu wissen. Okay, da hängt er einfach rum. Freundet. Target. Müssen wir auf den Zug? Tatsache. I kept hoping the law would show up and give me a hand. You mean like that giant Pinkerton posse that I read about? Did they come riding in, guns ablazing to help?
der Schrotflinte. Joe Leavers, T.J.F. Carr, Tim Kallier, Butch Cassidy, Grand Pose, G.G. Wild Ranch, Bunch. Help? From the Pinkertons? No, son. I had to fight the Wild Bunch all by my lonesome, as usual. Who the hell is that? Waren das alle? Take cover! Retreat! Retreat! Drinne wird noch einer sein. He's killing everybody! He'll kill us all! Den haben wir. Top in der Tiefschuss. Wir müssen halt aufpassen, ne? Genau deswegen. Machen wir aber einen Damage, ey. Holy shit. Ja, perfekt. 5er Damage. Machen wir das so. Brauchen die Gleise? Oder hätten wir uns das Dynamit sparen können? Brechen wir wieder auf. Muss nur drauf achten, Nugget. Zwei von drei. Servus. Warum bloß noch ein Nugget? Wo denke ich mal hier vorne irgendwo kommen? My guess is those dime novels didn't portray this as it happened, did they? Only a few stragglers were left, and I had to cut them down pronto if I was gonna stay on old Bob's trail. Ist schon ziemlich geil mit dem Gewehr. Neues Level. Aber auch geil, wenn die immer reinrennen. Easy. Komm mal alle. Komm mal noch einen. Oh, hier kommen ganz schön viele Shotgun-Schützen. Once I silenced all those guns, I went searching for my nemesis, determined to finally have my justice. But the only survivor who welcomed me was George Flatnose Curry. Who is he? The fastest gun in the gang. Right after Sundance, I mean. And Kid Curry. And maybe Elsie Lay. Though some folks might dispute that. Wird's wieder anstrengend? Warte mal auf dich zu bewegen, Minion. Ja, es wird lang. Aber wie war denn das, wenn man das Herz klopfen hört, drauf anschießen? Oder war das dann unehrenhaft? Ich glaube, in der letzten Folge hatten wir ja einen unehrenhaften. On that very same day, Butch Cassidy and the Sundance Kid decided to leave the Wild Bunch behind and decamped for South America. Aber egal. Er ist weg. Okay, das war's schon. Da war's eine schnelle Folge. Years, but I'm sure you already know all about that. EP gesamt 144.950. Erledigte 57, Präzision 85%. Waffe der Wahl Gewehr. Auszeichnung der Wahl Läufer. Duell George Flat Nose Curry. Unehrenhaft getötet. Was soll's? Fokus 66%. Schnelligkeit 31,4%. Gesamtzeit 0,590 Sekunden. Nuggets der Wahl 2 von 3. Ja, wie schon gesagt, war eine sehr kurze Folge. Leider wieder einen unehrenhaften Win gehabt, aber was soll's. Ja, danke fürs Zuschauen. Gerne bei Insta, Twitter, Twitch vorbeischauen.
Und würde sagen, bis dahin. Ciao, ciao.